So, hallo und herzlich willkommen zu Spectral Divide. Ja, heute ist es endlich soweit. Ich habe bisschen gespielt und Welcome to the practice range. Ich habe meine erste Klasse frei geschaltet und zwar hier Umbra Reconnaissance. So und mit der Klasse spielen wir heute. Die Klasse hat folgende Fähigkeiten: Auf E hat die Klasse einen Pulsfinder. Wenn man den in der Hand hat, kann man nebenbei noch mit der Pistole schießen und dieser Pulsfinder, der zeigt euch den Puls von einem Gegner an und auch durch Wände durch. Das wird so als so ein kleines Viereck dann markiert. Es geht auch durch alle möglichen Wände durch. Hat eine ganz okaye Range, würde ich sagen. Also man kann sich jetzt nicht an ein Ende von der Map stellen und dann erwarten, dass am anderen Ende ein Gegner markiert wird. So weit geht das nicht. Ja, so ein paar Meter. Ein paar Meter geht da. Er hat auch einen schönen Radius. Das heißt, man muss nicht direkt vor einem Gegner stehen. Er muss aber trotzdem im Scan-Bereich sein. Ja, es ist schon eine ganz angenehme Fähigkeit. Vor allem, wenn man dann einen Gegner gefunden hat und durch eine Wand durchsieht, kann man ihn dann durch eine dünne Wand durch erschießen. Wichtig ist, dieses Viereck ist nicht da, wo der Kopf ist. Also für einen Headshot muss man doch ein bisschen höher gehen. So, dann auf Q. Auf Q haben wir einen, oder eigentlich zwei, es sind immer jeweils zwei Ladungen von den Gadgets. Auf Q ist so ein Aufklärungsboomerang. Den kann man, ehrlich gesagt, sehr, sehr weit und auch über einen hohen Bogen werfen. Und da entsteht dann so eine Sphäre, in der Gegner aufgedeckt werden. Und das ist jetzt wirklich eine Aufdeckung. Hält, ich glaube, eineinhalb Sekunden mehr oder weniger. Und das ist eine wirkliche Aufdeckung. Also da wird nicht so ein kleines Quadrat angezeigt, sondern der Gegner wird aufgedeckt. Und man sieht wirklich, wo der Kopf ist. Man sieht den ganzen Gegner durch Wände durch. Hierbei auch wieder, es geht durch alle möglichen Wände durch. Da sieht man den Gegner. Und damit der Gegner aufgedeckt wird, muss er aber in dieser Sphäre drin sein. Das heißt, wenn man den Boomerang knapp am Gegner vorbei wirft, sodass er nicht in der Sphäre steht, wird er nicht aufgedeckt. So. Und auf C. Auf C haben wir. Ah. So eine Art Flashbang. Ich weiß jetzt nicht, wie weit die geht. Ja, so weit geht sie dann wieder nicht. Aber die hat auch schon eine ganz angenehme Range. Ist ein Flashbang im Prinzip. So eine kleine Drohne, die die Gegner blendet. Und, was ganz, ganz toll ist, das geht auch durch Wände durch. Das war jetzt hier bei dieser dünnen Wand nur. Aber ich glaube, das geht auch wirklich durch dickere Wände durch.
Das ist eine Flashbang, die man durch Wände durch aktivieren kann. Das ist eigentlich schon richtig, richtig awesome. Sowas. Ist schon richtig cool. Und ja, das ist der Umbra-Sponsor. Dieser Sponsor, und deshalb habe ich mich auch für den Sponsor entschieden, hat aber noch so eine kleine Eigenheit. Denn dieser Sponsor ist so gedacht, dass man ihn mit seinem Spectre zusammenspielt. So, was heißt das jetzt? Das heißt, ich gehe mit... gib mir hier mal was. Damit ich die auseinanderhalten kann. Das ist jetzt hier der Revolver-Typ, der andere hat die schallgedämpfte Pistole. Revolver, sagen wir, das ist Charakter A und schallgedämpfte Pistole ist Charakter B. Charakter A stellt sich hinter eine Wand hin, scannt und dann sehen wir, aha, da ist ein Feind. Das sehen wir auch als Charakter B durch Wände hindurch. Und Charakter B kann jetzt auf den Punkt zum Beispiel C drücken und dann wird die Drohne losgeschickt und an dem Punkt, wo der Gegner offenbart wird, kommt dann so ein Strahl runter. Ich sehe, wo der Gegner ist. Er wird geblendet und kann ihn dann als Charakter B wegmachen. Und Charakter A sitzt da hinten, solange wie der Herzschlagsensor geht, hinter einer sicheren Wand. So kann man es machen. Man kann aber auch den Boomerang schicken. Und der wird dann an die Position des Gegners geschickt und markiert dort in dem Bereich alle möglichen Gegner. So. Jetzt stehe ich hier relativ nahe beim Gegner. Das kann man natürlich von überall von der Map aus machen. Das heißt, man stellt sich mit Charakter A an Bombspot A hin und mit Charakter B geht man an Bombspot B. Und dann wirft man so einen Boomerang um eine Tür durch. Ein Gegner wird aufgedeckt, man weiß, da ist einer. Dann geht man mit dem Herzschlagsensor hin. Und von der anderen Seite der Map aus schickt man, was weiß ich, Recon Wing. Recon Wing. Und dann die Flare. Dann wird der Gegner für alle sichtbar gemacht, geblendet und man kann ihn abknallen. Im besten Fall natürlich macht man das natürlich ein bisschen schneller. Dass der Gegner auch wirklich noch geblendet ist, bis man bei ihm ist. Aber das ist so... So soll man mit dem Umbra-Sponsor spielen. Ob ich das schaffe, ist eine ganz andere Sache. So, aber dann gehen wir jetzt doch mal in eine Runde rein und sehen uns mal an, wie es sich mit dem Sponsor während einer Runde so verhält. Okay, wir haben ein Match gefunden. Ich merke schon... Es dauert etwas länger, bis man hier in eine Runde reinkommt. Also das Spiel spielen nicht viele Leute. So. Ghostlink Collective. Umbra Reconnaissance. Umbra Reconnaissance. Los geht's. So, das Wichtigste ist, dass ich mir merke, wo welche Fähigkeit ist. Auf E habe ich Puls. Q ist Boomerang. C ist die Blend mit Drohne. Das ist jetzt auch so. Ich weiß jetzt nicht, ist es besser, wenn man... Ja, komm. Ist es jetzt besser, wenn man... Alal, wir sind Verteidiger. Ist es jetzt besser, wenn man mit beiden Leuten an einem Punkt geht, dass man da so ein bisschen mit beiden Charakteren so arbeiten kann? Oder ist es besser, wenn man die Leute hier aufteilt? Das weiß ich halt nicht. Okay, die decken wir auf.
Oh, das war ein guter Aufdecker. Den hab ich da nicht erwartet. Pulse Finder running. Ah, shit, falscher Knopf. Recon wing up. Zeus was dropped. Okay, und da ist keiner mehr. Gut. Running Pulse Finder. Glare Burst out. Sending Glare Burst. Partition going up. Last standing. Recon wing launched. Recon wing. Eieiei. Ja. An der einen oder anderen Stelle geht das auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Besser. Throwing recon wing. Komm, das da war sogar ein Headshot. Ah, shit. Ja, der hat mich jetzt natürlich gesehen. Ganz fantastisch. Running Pulse Finder. Zeus has been planted. You're the last standing. Ach komm, schon wieder. Das darf nicht wahr sein. Ach. Shit. Ja, Mann. Ich glaube, ich sehe nirgendwo, wie schnell die Drohne auslöst. Hierdurch vielleicht das. Oh, das wäre krass. Mach ich. Ich versuch's. Vielleicht ist das jetzt super blöd. Aber ich versuch's. Ich mach hier Pulse Scanner. Checking for pulses. Sending glare burst. Echt, das darf doch nicht. Pulse finder.
Zeus Carrier is down. Die sind schon wieder da hinten. Ich könnte kotzen. Recon wing. Ach komm, und er bleibt an der Mistecke hängen. Dead zone active. Last grenade. Lair burst out. Recon wing away. Lair burst. Last round before half. Irgendwie will ich, dass die Ecke hier mal funktioniert. Vielleicht wird es nie dazu kommen. Gut möglich. Aber ich will, dass es funktioniert. Checking for pulses. Aha. Recon wing launched. Sending the glare. Throwing glare burst. Von. Wo bleibt der hängen? Wo zur Hölle bleibt der Mist hängen? Das gibt's doch nicht. Ach komm. Ja, 24 Leben, du mich auch. Shit. Ja. Oh. Was hat dieser dreckige Boomerang für eine Hitrange? Das kann doch nicht sein. Ich werf den in einem Bogen an der Wand oder an einer Kiste drüber oder vorbei und der bleibt daran hängen. Das kann doch nicht sein. Send in the Duke. Splinter time. Splinter. Partition. Partition going up. Adrenaline, go. Dupe active. What? Von wo? Wie? Was? Recon wing launched. Zeus is down on the field. Pulse finder up. Recon wing.
genau die Drohne! Wieso macht er die Drohne? Ich. Oh, wow. Your team lost. Gut. Wir halten fest, Umbra. Interessante Klasse. Damit kann man bestimmt auch so das ein oder andere gute Play spielen. Aber meine Fresse, irgendwas ist hier gar nicht gut. Entweder hat der Sensor zu wenig Reichweite oder die Flashbang ist irgendwas. Irgendwas muss da eindeutig verbessert werden. Bis gerade eben hatte ich da, war ich mit dem Herzschlagsensor da. Wieso wurde mir der Typ nicht aufgedeckt? Ach, und man kann sich selbst flashen. Ja, fantastisch. Und die nächste hinterher. Let's go. Ja, genau. Ach. Und der sitzt genau da links. Oh Mann. You lost the round. Planted. Recon wing up. Match point. Ai. Checking for pulses. Hmm.
Noobs walking. Splinter time. Das muss einem angezeigt werden. Throw in recon wing. Das kann nicht sein, dass es einem nicht angezeigt wird. Ah, shit. Warum hat der das Drecksmesser in der Hand? Meine Güte. Waren ganz interessante Runden. Defenders have won the match. Gut, aber wir haben Umbra Reconnaissance gesehen. Immerhin. Ich finde die Klasse ganz cool. Sie hat starke Schwächen. Aber generell ist es schon ganz cool, auch Fähigkeiten zu haben, mit denen man Gegner in manchen Fällen zumindest wahrscheinlich durch Wände hindurch sehen kann. So. Und dann würde ich sagen, war's das von mir hier von Spectral Divide. Vielen Dank fürs Zusehen und ciao.